Guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Session von Cyberpunk 2077 aus dem Hause Dave Dern TV. Es hat auch seinen Grund, warum ich diesmal aus dem Menü anfange, denn bevor wir loslegen, möchte ich noch ein, zwei kurze Sachen erwähnen, die ich geändert habe in technischer Natur. Das eine ist, ich habe die Audioauflösung ein bisschen runtergestellt von 48.000 kHz auf 44.100 kHz, 16-Bit. Was so ein bisschen auch teilweise diese Soundprobleme wohl eventuell beheben kann. Ich weiß es nicht genau. Guten Abend, Tobi Potato übrigens. Ja, freue mich, dass du dabei bist, mein Guter. Das ist eine Sache, die ich geändert habe. Ob es irgendwelche Auswirkungen hat, wie gesagt, ich weiß es nicht. Hab's jetzt nicht ausprobiert. Und eine andere Sache, die ich noch geändert habe, sind einige Grafikeinstellungen. Ich habe mir nochmal eine Seite rausgesucht. Survivethis.irgendwas, ich weiß es jetzt gar nicht mehr auswendig. Der Autor heißt irgendwie Kevin so und so. Ja, ich bin mal gespannt, das soll ein bisschen die Performance nochmal verbessern und ein paar Optionen einfach nochmal herausstellen, die man ruhig tiefer stellen kann in den Einstellungen, wo jetzt kein wirklicher optischer Unterschied erkennbar ist, die aber durch die niedrige Einstellung die Performance verbessern. Also, ob es jetzt wirklich irgendwas ausmacht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das probieren wir jetzt einfach mal zusammen aus in dieser Session. Platin-Geeks, guten Abend. Worum geht's hier? Ja, ich habe gerade noch ein bisschen erwähnt, was ich für kleine Einstellungen noch geändert habe. In technischer Natur. So. Howdy, howdy, Night City. Willkommen zurück. Mein Gast heute Abend. Ziggy Q, den kennen wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Des NCPD. Sarah, willkommen in der Show. Guten Abend, Ziggy. Freut mich, hier zu sein. Haben Sie es denn ohne Zwischenfälle hierher geschafft? Keine Autoentführung oder Drive-By-Shootings auf dem Weg? Huch. Ja, pflanzt dich hin, ne? Mein Guter. Ach, wir haben ja bei Victor aufgehört, genau. Wir haben seine Schulden, also unsere Schulden, an ihn zurückgezahlt. Und jetzt wollen wir ja, glaube ich... Genau, Ghost Town könnten wir eigentlich mal angehen. Jetzt eine Main Mission, Hauptmission. Kleine Einstellung nennt man das auch Kleinstellung. Ja, und ich muss den Sound noch leiser machen, fällt mir gerade auf. So. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal ins Journal. Eigentlich sprich mit Misty. Ich finde alle Tarot-Graffiti in der Stadt. Hm. 20 Stück sind natürlich schon einige, ne? Wir könnten mit ein paar mal anfangen. Wir sind ja gerade bei Misty hier in der Nähe, deswegen würde es sich eigentlich anbieten. Wir machen es einfach mal. Ja, wir fangen einfach mal mit ein paar an, um wieder reinzukommen. Ist erst ein Tag später, aber... Der Martin, schönen guten Abend. Yo Dave, werde entspannt lurken und chillen. Das machst du, mein Guter. Freut mich aber, dass du Bescheid gegeben hast, dass du dabei bist. Das freut mich doch immer. So, hoffe, dir geht's gut und du bist auch gut ins neue Jahr reingerutscht. So, ich bin gespannt. So, Misty. Misty ist Esoterikum. Wo bist du denn? Ach, da. Ja, ich guck jetzt mal nach den Tarot. Wobei, sprich, ich hab doch mit dir schon gesprochen. Also... Jetzt, wo du zurück bist. Ach so, eine weitere Sache, die ich noch geändert habe. Ich habe die Schriftgröße der Untertitel um eine Stufe erhöht. Also, ich weiß nicht, ob sie jetzt vielleicht ein bisschen zu groß sind hinterher, aber... Hallo? Hi. Ist da jemand? Ja, sicher das. Hi. Wow, du hast relativ rote Augen in dem Licht. Krass. Wäre schön, wenn diese höhere Macht etwas genauer werden könnte. Die Welt ist ein Labyrinth der Illusionen. Das Licht leuchtet nur selten in das Gefängnis unserer weltlichen Existenz. Na, fabelhaft. Großartig. Und was will mir diese unbekannte Macht mit ihrem rätselhaften Zeichen sagen? Tarot ist ein Weg. Du solltest ihn beschreiten und nach weiteren Zeichen suchen. Also, ich weiß immer noch nicht, was mir das alles bringen soll. Such nach weiteren Bildern. Es muss eine Verbindung zu den Orten geben, wo du sie findest. Denk über das nach, was du siehst. Ich glaube, sie sollen dir den Weg zur Wahrheit weisen. Die Wahrheit zu finden, steht ziemlich weit unten auf meiner Liste. Bald wirst du dich entscheiden müssen, welchen Weg du nehmen sollst. Dann wirst du alles verstehen. Ich weiß nicht.
Komm zurück, wenn du mehr gefunden hast. Ich werde dir helfen, die Bilder zu entschlüsseln. Okay, ich bin gespannt, worauf das hinausläuft. Sie hat uns ja schon mal die Karten gelegt, das ist schon mal ein bisschen was her. Hier wird gerade diskutiert im Chat, beziehungsweise der Martin hat gesagt, der Smartin, dass er überlegt, hier von Speedruns zu machen. Und dann hat der Tobi gesagt, mach dir die Spiele dadurch nicht kaputt, dass du die zu viel spielst wegen Speedruns. Ich kann seine Sorge irgendwo nachvollziehen, das ist auch der Grund, warum ich nicht mit Speedruns irgendwann angefangen habe, obwohl ich es eigentlich mal vorhatte. Ich glaube, das ist echt schon besser. Ich will es nicht verschreien, aber ich glaube, das ist besser. Cool. Jetzt ist es peinlich, weil er ein Scheißpferd ist. Ganz optimal werde ich sowieso nicht hinkriegen, weil das Spiel einfach nicht so performant ist insgesamt. Es soll zwar im Februar 2021, also nächsten Monat, soll es Entschuldigung, eine relativ großen Patch wohl geben, vor allem für Konsolen, aber auch für PC, der die Performance generell nochmal boosten soll. Keine Ahnung. Ein Problem mit normalen Freak? Halt lieber deine Scheißfresse, bevor ich dir noch einen Grab schaufel. Brecht mir nur die Knochen, doch die Wahrheit gehört dir nicht, wir Kindern. Er mit dir quatschen? Ich hab genug von dem Typen. Solche Verrückten haben auf der Straße nichts verloren. Mach den fertig. Vielleicht lernt er ja was draus. Fuck, nein, das wollte ich doch nicht. Co, es tut mir leid. Ich hab mich vor... Das wollte ich nicht. Ich hab... Nein. Scheiße. Nein. Nein. Nein, nicht speichern. Ich wollte Co nicht killen. Sorry. Ja. Ich habe gedacht, dass da irgendwie vielleicht ein Tarotbild bei ihm hinter ihm in dieser Nische ist. Deswegen war ich erst da und dann habe ich so drauf geklickt, dachte so, oh, was Gelbes. Plupp, klickste mal. Ja. Okay. Ich warte übrigens, oder ich versuche jetzt immer so ein bisschen zu warten, wenn ich irgendwo was neu lade, damit sich das Spiel erstmal wieder ein bisschen aufbauen kann. Und der Grund für den monströsen Schrecken? Vor Jahren stürzte ein Schiff von Alpha Centauri in den Badlands ab. Der Legende nach befand sich darin eine Substanz, nach der die Arasaka-Vampir-Elite her war. Sie hätte Saburus Feinde in Wirbelwürfe verwandelt, gebunden an seinen Wielen. Aber der Absturz durchkreuzte seinen Plan. Ein Problem mit normalen Freak? Halt lieber deine Scheißfresse, bevor ich dir noch einen Grab schaufel. Ey. Brech mir nur die Knochen, doch die Wahrheit gehört dir nicht, wir Kinder. So ist es, lasst ihn in Ruhe. Scheiße, chill mal. Findet ihr es nicht cool, dass die Leute denken, wir sind Werwölfe? Ist doch voll Hardcore. Vielleicht mögen die Bäckers kindische Witze, aber ich lass mir den Scheiß nicht gefallen. Und wenn dich eine Rotznase Arschloch nennt und dir sagt, du stinkst, jammerst du deswegen auch? Der Typ schwafelt von Hölle, Vampiren und Nekromanten aus dem Weltraum. Du glaubst ernsthaft, er schädigt wissentlich unseren Ruf? Naja, egal. Sein Verstand ist scheinbar wirklich im Arsch. Was soll's? Ich verschwende keine Zeit an... Sehr gut, haut ihr mal ab. Ihr Leuchten auf der Kerze. Das war knapp. Bei Tag sind sie nicht ganz so gefährlich. Aber das hätte böse enden können. Ja. Ich danke für deine Besorgnis. Ohne den Spott wäre mir allerdings lieber gewesen. Kein Problem. Ich meine, wer wird mir sagen, die Marslandung war ein Fake, wenn die dir die Zähne ausschlagen? Du glaubst meinem Worte nicht? Du meinst, ich weiß nicht, wenn man mich verspottet oder als falschen Propheten abstempelt? Ist nicht leicht, deine Auslegungen ernst zu nehmen, aber es steckt ein bisschen Wahrheit drin. Manchmal auch mehr als ein bisschen. Du siehst es also auch. Dass hinter dem Schleier der Finsternis Wesen aus Albträumen lauern, doch fürchtest es einzugestehen. Weißt du, hättest du echte Beweise für deinen großen kosmischen Plot? Hab ich heute Nacht ein Treffen bei einer alten Fabrik in Kabuki für ein wichtiges Tauschgeschäft.
Beobachte sie. Hol dir das Artefakt von Alpha Centauri. Du wirst sehen, ich hatte von Anfang an recht. Hier! Moment mal. Woher weißt du überhaupt von diesem Treffen? Ihre Radiowellen schwingen im Gleichklang mit meinem Hirn. Seit meinem Unfall höre ich ihre Übertragungen. Unfall, hm? Du weißt schon, dass das nicht gerade Vertrauen weckt, oder? Du verstehst es nicht. Ich habe ihren Co-Prozessor im Kopf. Ich weiß nicht, wie mein Ripper-Doktor angekommen ist. Aber dank ihm kann ich ihre Pläne und Gespräche hören. Wenn du mir hilfst, können wir die Erde gemeinsam retten. Okay. Ich sehe, was ich tun kann. Danke für den Tipp. Greif nicht zuvor, leg ein oder zu spät. Dann ist alles verloren. Alles. Die Menschheit liegt in deinen Händen. Enttäusche uns nicht. Enttäusche mich nicht. Kein Druck, versteh schon. Barry hat ja auch temporär auf dem Gewissen. Ich glaube, Dave tötet jeden, den man töten kann, einmal. Nein! Nein! Ich möchte mal eben übrigens was probieren. Ich weiß nicht, ob das während des Spiels geht. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, nee. Oder? Warte mal. Sound? Nee. Ich kann die Spielsprache leider nicht ändern, während wir im Spiel sind. Okay. Hätte mich auch irgendwo gewundert, aber... ja... Weil ich hätte ihn sehr gerne mal auf Englisch gehört, also im Original, weil ist halt einer meiner Lieblingsstreamer aus Amerika, CoCarnage. Ach ja. Und warum ich mich gefreut habe, wundert ihr euch vielleicht. Erstens mal, ne, es ist CoCarnage, ich mag ihn total. Und zweitens, jetzt haben wir endlich seine Sidequest auch noch aktiviert, die wir natürlich machen werden. Ganz klare Sache. Gary, halt die Ohren steif. Oder in der Bandana oder wie auch immer. Ja. Weißt du, warum sie ihn zum CEO machen? Nee, weiß ich nicht. Also ich habe den Eindruck, ich will es nicht verschwören. Ich will es nicht beschwören. Es ist, glaube ich, schon ein bisschen flüssiger als vorher. So richtig werde ich es erst merken, wenn ich durch Night City fahre, mit dem Auto oder mit dem Moped. Aber weißt du was? Ich glaube, wir gönnen uns jetzt doch erstmal hier The Prophet Song. Das machen wir jetzt einfach mal. Ein geheimes Reptiloiden-Treffen um Mitternacht? Wie? Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Vielleicht erhalten wir Antworten auf all die Fragen, die die Menschheit schon seit Ewigkeiten quälen. Gibt es noch andere Lebensformen im All? Zieht irgendjemand alle Strippen? Strippt irgendjemand? Und zieht jemand ab dabei? Und wenn ja, warum? Und weshalb lässt dieser allmächtige Drahtzieher zu, dass die Welt vor die Hunde geht? Besser wäre es doch vor die Katzen, ne? Ja. Stell dir nun vor, die größten Geheimnisse des Universums könnten in einer alten Fabrik gleich hier in Night City auf uns warten, meint Gary, der Prophet. Es ist gar nicht so weit hin. Für die paar Meter fahre ich jetzt aber nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich nur eine Beobachtungsmission ist. Ich glaube es fast nicht. Ich denke mal, dass es wieder eher in etwas Kämpferischem ausarten wird. Was? Was ist das denn hinten? Megagebäude? Ach, das hatte ich, glaube ich... Hatte ich das verlinkt oder so? Nee, irgendwie auch ein Teil von der Quest gewesen, ne? Er ist Jackie jetzt, ja. Wie gesagt, Jackie habe ich nicht auf dem Gewissen. Das möchte ich nochmal betonen, ja? Das war ganz allein seine Entscheidung. Was ist das für eine steile Treppe? Es ist schon echt flüssiger. Ich hätte das viel früher machen sollen. Diese Grafikänderung. Ich werde euch... Ich hoffe, ich denke dran. Wenn nicht, erinnert euch mich gerne auf YouTube da dran hinterher. Falls ihr die Seite haben möchtet, wo ich die Tipps her habe für die Grafik... Einstellungen, die verbesserten. Dann kann ich euch die gerne nochmal verlinken. Und wenn ich dran denke, verlinke ich auch gerne die Seite im Let's Play Video hinterher. Es wirkt schon echt besser. Oh Mann!
Also ich, wie gesagt, ich will es nicht verschreien. Wir werden es erst richtig merken, wenn wir schnell durch die Stadt fahren, wenn schnell Sachen geladen werden müssen. Ad hoc. Sozusagen. Dann werden wir es merken. Ich glaube aber, das mit dem Sound hat auf jeden Fall schon was gebracht. Von 48.000 auf 44.116 Bit zu gehen. Das habe ich nämlich auch geändert, wie gesagt. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr sinnvolle Sache gewesen, wie ich jetzt entdeckt habe. Will ich hier hoch? Ich glaube nicht, ne? Ach. Bin ich jetzt hier überhaupt? Ich finde das so geil. Man kommt halt so von Hölzgen auf Stöckskin, ne? Würde meine Großmutter sagen. Waren das seine Fahrkünste oder ist er einfach unfähig? Also ist er angegriffen worden? Der ist ja ein Arasaka Truck. Kann ich irgendeinen Profit hier rausziehen, dass ich den fahre? Ich glaube nicht, ne? Jetzt ist da irgendwas Interessantes drin für mich vielleicht? Warum brennt der? Was ist hier los? Warum? Interessantes Nummernschild. Kann man irgendwas hier machen? Nein? Schade. Egal. Gäbe es keine Save Points, wäre jetzt Barry, der Typ aus dem Gefrierschrank und der Prophet da tot. Ja. Aber, ne? Zum Glück gibt's die ja. Bei Barry muss ich aber auch sagen, das hätte ich auch nicht gedacht, dass es dazu führen würde. Also, ne, da war ich halt sehr von überrascht. Das war halt sehr unvorhersehbar, für mich zumindest. Ihr habt euch wahrscheinlich einen scheckig gelacht, ihr, die das Spiel schon 30 Mal gespielt habt. Oh, das ist so viel besser jetzt. Mann, ist das geil. Coole Karre. Bin nicht richtig. Weiß aber auch nicht, warum. Warum ist dieser blaue Weg verlinkt? Das kann ich mir jetzt... Habe ich den gestern irgendwie markiert oder so? Kann das sein? Aber eigentlich nicht, ne? Karl Creighton, schönen guten Abend. Warum ist der blaue Weg hier? Ich verstehe das nicht. Muss ich vielleicht auch einfach nicht. Habe ich schon erwähnt, dass es jetzt echt besser läuft? Ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt, ne? Es läuft echt besser mit, also aktuell. Neues Gebiet wird betreten, Judy's Apartment. Puh, okay. Cool. Aber wo... Wo... Verbindet? Besetzt? Anrufen? Okay, also sie ist anscheinend nicht da, aber sie würde hier wohnen. Wie läuft das jetzt eigentlich? Besser, oder? Ja, es läuft besser. Ich glaube, es läuft besser. Ich glaube, die Einstellungen haben... Yo! Es läuft richtig besser, Alter. Die Einstellungen haben richtig was gebracht, yo. Inshallah. Und so, Entschuldigung. Ich könnte trotzdem aber, glaube ich, durchs Gebäude durch.
zu der anderen Company. Bad, bad Company. Oh. Kein Problem. Wo? Da ist er. Achso, ich dachte, wo ist er hin? Kein Problem, sagt er. Ach ja.